Oh, ist ja jetzt gut, Isaac. Ja, ihr habt den gerade gesehen, den neuen Gegnertypen. Den man zwar killen kann, aber was eigentlich nicht beabsichtigt ist vom Spiel. Im Prinzip können wir den jetzt auch rennen lassen, den sehen wir gleich noch ein paar Mal. Der hat eigentlich nichts großartig zu tun, außer vor uns wegzurennen. So, tü. Den du suchst, sollte im Maschinenraum am Heck des Schiffes sein. Aha. Ich sehe massive Schäden, du musst dir also eventuell einen anderen Weg suchen, um hinzukommen. Aha. Na? Dann schieße ich einfach mal drauf. Hat auch keinen Effekt. Schade. La 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 la. Mir kann hier nichts passieren, ich bin super sicher. Oh ja, ich bin super sicher. Ich habe das nicht gesehen, was ich nicht sehe, ist illegal. Was? Nee, irgendwie Gegnerspruch anders. Ja, das Homer Simpson nochmal gesagt, wenn ich es nicht sehe, ist es nicht illegal. Genau so rum war's. Diese Infektion stellt irgendwas Seltsames mit den Soldaten an. Sie alle hatten Ausrüstungen mit eingebauter Stase-Einheit. Und die Infektion scheint die Stase mit dem Fleisch verschmelzen zu lassen, wodurch sie schneller werden. Verdammt schnell. Also, Vorsicht. So, und jetzt kommen wir gerade zu der größten Logiklücke, die mir jetzt bisher in dem Spiel aufgefallen ist. Diese Biester sind jetzt umgewandelte Soldaten. Die wurden schon umgewandelt, während das Schiff übernommen wurde. Jetzt haben wir nur folgendes Problem. Was unser lieber Hammond abgefeuert hatte, das war der Standard-Gegnertyp. Soll heißen, ein Gegner, der keine anderen infizieren kann. Dazu bräuchte es dann nämlich die ollen Mandarochen. Ja, jetzt haben wir nur das Problem, wieso zur Hölle wurden die Leute infiziert? Hatten die vielleicht auch was von den Viechern an Bord? Hatten die vielleicht den Planeten besucht? Man weiß es nicht, das ist gerade ein bisschen kompliziert. Beziehungsweise seltsam. Oh, da ist ja noch was. Es lohnt sich immer umzugucken. So. Ja, kann nicht schaden. Schätze mal, ein MG ist immer gut. Ne? Ne, das geht so gar nicht. Wollte jetzt mal gerade gucken, ob man die Dinger abfeuern kann. Geht aber nicht. So, du dahin. Für jeden Scheiß braucht man diese komischen Stase-Packs. Naja, Telekinese-Pads. Stase ist ja wieder was anderes. Ne? Der hängt irgendwie, der will nicht. Ah, okay. Dahin. Und du kommst. Na? Du willst irgendwie nicht, hä? Na komm. Na komm. Eine Fresse. Träge wie Sau. Na? Freiwillige vor? Seltsam. Ach, da ist gerade wieder einer abgehauen, sehe ich gerade. Ja. Ich hab dich auch lieb. Also irgendwie habe ich mir jetzt gerade echt mehr von dem erhofft. Also wenn ihr mal fertig seid mit rumzappeln. Ja. Das war's? Noch irgendjemand? Also Jungs, jetzt wollte ich mal gerade einen neuen Gegnertypen vorstellen, der super special awesome ist, aber irgendwie habt ihr enttäuscht. Schämt euch. Na? Ich tue einfach mal so, als hätte ich Angst. Du bist doch das größte Rindvieh, das auf Gottes lieber Erde rumrennt. Was ein Schwachkopf. Vollidiot. Dachte ich hätte was gehört. Ich find's lustig. Idioten vor dem lieben Herrn. Oh. Muni ist schön. Ich mag Muni. So. Erstmal wieder auftanken hier.
Also gegen den Gegnertyp Schnellfeuerwaffen oder was mit breiter Streuung? Na, wobei, ich werde jetzt erstmal wieder bei dir bleiben. Hast mir ja ganz gute Dienste geleistet. Ich habe sowieso das Gefühl, wenn man das Ding hochpusht, ist das Teil overpowered wie sonst was. Also wenn ich mir so das Impulsgewehr angucke im Vergleich vom Schaden her, also da kannst du 50 mal draufballern, aber es bringt nichts. Okay, du bist vollgeladen, finde ich schön. Finde ich echt schön. So. Ich zeige euch einen Zaubertrick. Ich kann diesen Gegner verschwinden lassen. Zauberei. Könnt ihr nicht. Hui! Wer braucht schon die schwebende Jungfrau? Ich hab den schwebenden Kasten drauf. Das kann sonst keiner. Hallo? Jemand da? Ach, das ist die Ecke. Hey, Moment mal! Du bist also doch die Wähler. Du hast mich beschissen. So, jetzt muss ich mir überlegen, wo muss ich jetzt mit dem Ding eigentlich hin? Ich habe nicht drauf geachtet. Hier hin? War da was? Ich sollte vielleicht öfter mal auf das achten, wo ich hin dackel. Na? Natürlich, da kommt er da nicht durch. So, muss ich da überhaupt mit zurück, oder? Moment, da habe ich das Ding gerade her. Da liegt was. Ich weiß es gerade echt nicht. Muni finde ich immer gut. Da ist nix. Moment. Ich peile Ihren Standort an, aber offenbar kann ich Sie nicht erreichen. Dieses verdammte Schiff wurde fast in zwei Hälften gerissen. Ich habe es auf die Brücke geschafft. Das ist schrecklich hier. Diese armen Schweine hatten nicht die Spur einer Chance. Ich werde alle Türschlösser deaktivieren, damit sie zum Maschinenraum durchkommen. Wir sehen uns dann dort. Finde ich sozial. Echt? Ach, das war dann die Ecke hier, oder? Du reagierst erst gar nicht auf mich, finde ich auch sozial. Da deaktiviert der Kerl mal ein Schloss und dann das. Hallo Mantarochen, na wie geht's dir? Ach, ich habe meinen Vorsatz vergessen. Na, wer nascht denn da an den Monstern rum? Hä? Wer nascht denn da rum? Du sollst doch nicht naschen. Immer diese Nekrophilen hier. Also sowas würde ich hier ja Stammes zutrauen, dass er sich sowas als Haustier hält. Alle Nase lang besteigt das wie irgendwelche Untoten. Was denn? Seine Lieblingsklasse bei Diablo ist nun mal ein Nekromancer. Okay, das Ding ist durchgeknallt. Das hier kriege ich wahrscheinlich nicht raus. Ach, ich krieg's doch raus. Wupp. Technologie. Ich bin mal so frei. La. Glück. Mein Name ist Terence Kyle, Dr. Kyle. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Wenn Sie das Shuttle wirklich reparieren können, dann gibt es eine bessere Verwendung dafür, als zu flüchten. Sie müssen verstehen, die Kräfte, die hier am Werke sind,
sind gewaltiger, als Sie es sich vorstellen können. Wenn Sie jetzt weggehen, dann verurteilen Sie die ganze Menschheit zum Tode. Der Planet wird niemals innehalten, es sei denn, der Marker wird zurückgebracht. Verstehen Sie denn nicht? Die Kirche hat Unrecht. Das ist alles eine Falle. Ich habe es gesehen. Bitte, Sie müssen mir helfen. Okay, wer zur Hölle gibt den Leuten eigentlich dauernd meine Handynummer? Ich dachte, mindestens im Weltall hätte ich mal meine Ruhe, aber nö. Ach nö, ich höre schon wieder das Schiff heulen. Das kann eigentlich nur eines bedeuten. Das Raumschiff hat Kummer. Ruf die Supernanny. Ach, auch voll. Schön, schön. Na, immer her damit. Na? Danke. Ach, ganz vergessen. Einfach nur, weil ich's kann. Irgendjemand ist in Gefahr. Ich höre es. Gehen wir woanders lang. Das will ich jetzt mal austesten. Sind die blöd genug? Sie sind blöd genug. Na, Schwappel? Komm her. Ach, jetzt kommen die Nervensägen. Halt still, der Onkel hat was für dich. Ja, das hat dir geschmeckt, gell? So, Babes, er hat sich erstmal schlafen gelegt. Ich mag die kleinen Wundeproppen. Naja, nicht wirklich. Ah, sehr praktisch. Hallo du, hast du mich vermisst? Ja, du hast mich vermisst. Liegt hier was? Ja? Wackelpudding. Sieht auf jeden Fall aus wie Wackelpudding. Wenn sie mal tot sind. Ich wüsste immer ganz gerne, über was die Viecher sich eigentlich unterhalten. Wahrscheinlich irgendwas, was ganz gebildet ist. Hast du den neuen Film von Franz Kafka gesehen? Ja, klar. Aliens und so. Du mich auch. Was ein Spinner. Ja, aber wie gesagt, ich verstehe nicht so ganz, wie man es geschafft hat, die Leute hier zu infizieren, wenn die Viecher, die eigentlich Leute infizieren können, gar nicht an Bord gewesen sind. Schaden. Jupp, nehme ich mal. Gut, das nächste wäre dann hier wieder einer frei. Wobei, hier könnte man auch noch auf Nachladen gehen, dann hätte man auch was von... Kapazität... Das nächste wäre dann Breite, Nachladen, Kapazität. Muss ich mal gucken, wie ich dann ein bisschen agiere. Aber da wird sich schon was ergeben. Ja, das wird schon funktionieren. Was soll nur schief gehen? Na, komme ich an die Munition ran? Machen wir es halt so. Ah, hier kommen wir zu einem lustigen Spielchen. Und zwar erschießt das Hologramm. Dafür kriegen wir dann, wenn wir die volle Punktzahl haben, lass mal überlegen, ich glaube, ein Halbleiter-Rubin. So. Und das Praktische an der Arbeit hier, man kriegt unendlich Muni für die Knarre. Also ich hätte das mal im ganzen Spiel ganz gern. Okay, jetzt werden wahrscheinlich ein paar Leute meinen, oh, kann man doch cheaten und so. Ich meine, war mal so, war just for the Dulz. So als feste Option im Spiel. Hätte doch auch was. So, okay. Das war Runde 1. Na? Erste Belohnung. Schön, schön. Machen wir weiter mit Runde 2. Also hier lohnt es sich dann wirklich mit der Knarre zu arbeiten, einfach weil man eine irrsinnig große Streuung hat und nicht mal genau zielen muss. Und je nachdem, wie schnell die Hologramme auftauchen, ist es wirklich praktisch, wenn man nur andeutungsweise in die Richtung schießt, einfach nur damit man richtig trifft. Nee, du bist ein Guter. Dir tue ich nix. Böser!
Und noch einer. Schön, schön. Na, was kriege ich denn Schönes? Ah, nochmal Muni. Warte mal. Dann laden wir doch mal ein bisschen nach. Oh, ist schon voll. Hm. Schön, schön. Stirb! Du auch! Und du auch! Du auch! Und du? Auch! Na, nee. Und? Na? Na, da, da, da.